Was geht ab YouTube? Euer German is back am Start für euch mit einem weiteren Video. Und zwar heute ist Montag, das heißt laut des Uploadplans mal wieder ein Video. Heute wäre eigentlich ein random Video dran gekommen. Aber ich habe mir überlegt, wir machen heute mal ein GTA-Video. Ich bin ein GTA-Kanal. Ich habe irgendwie Bock auf ein GTA-Video gehabt. Und vorab erstmal, gestern haben wir live gestreamt. Und zwar auch GTA. Wenn ich dabei war, ich hab dir mal ein paar Ausschnitte von dem Ganzen. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Wenn ihr sowas mal mehr sehen wollt, dann klickt mal oben rechts im Bild einfach mal auf Ja oder Nein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr da Bock zu habt. Und ich denke, ich weiß die Antwort eh schon. Es wird eh Ja sein. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Video an. Also Leute, bis gleich nach dem Intro. So, und jetzt nochmal herzlich willkommen zurück zu dem Video. Und zwar heute ist wie gesagt Montag. Heute kommt wieder ein Video, genauso wie Mittwoch und so weiter. Guckt einfach selber nach. So, auf jeden Fall, heute habe ich gedacht, ich habe Bock auf GTA, ein GTA-Video rauszuhauen. Und weil ein Video damals gut ankam, und zwar 5 Dinge, die ich mir in GTA wünschen würde, da habe ich jetzt nochmal gedacht, mache ich mir einfach mal einen Teil 2, weil ihr habt auch sehr viele Sachen in die Kommentare geschrieben. Die blende ich euch einfach gerade mal überall hier im Bildschirm ein, irgendwo. Und die Resonanz war auch ziemlich gut, obwohl ich bei dem Video krank war, meine Stimme einfach völlig am Arsch war. Aber dieses Mal ist es dafür umso besser und ich freue mich auch wieder, das Video zu machen, weil solche Videos machen mir irgendwie richtig Bock mit dem Rockstar-Editor und so. Und ich würde sagen, bevor ich zu viel laber, wir fangen erstmal direkt mit dem ersten Punkt an. So, Punkt 1 ist auch schon ganz simpel und hat sich bestimmt jeder schon mal indirekt irgendwie gewünscht. Und zwar sind das einfach eigene Beschriftungen auf Autos, wenn man zum Beispiel ins LS Custom fahren könnte oder bei Benny's. Und neben den normalen Lackierungen und Crew-Emblemen, die ja inzwischen auch langsam langweilig werden, da hat man ja nicht mal alle Möglichkeiten oder so. Vor allem die Crew-Embleme sind viel zu klein, da kann man also keine gute Beschriftung mitmachen. Und zwar ist mein Wunsch deshalb, Autos selber zu beschriften, das heißt einen eigenen Schriftzug draufziehen, zum Beispiel YouTube German Flash Player HD oder sowas. Ihr wisst schon, wie ich das meine, weil die ganzen aktuellen Tuning-Möglichkeiten, die werden einfach total langweilig. Auch die Benny-Autos werden immer schlechter im Moment, muss man leider sagen. Weil wer wollte nicht schon immer so einen tunbaren scheiß Familien-Mini werden? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall so beschriftbare Autos, das wäre auf jeden Fall ziemlich geil, wenn man einfach so einen Schriftzug draufziehen könnte, den man sich selber ausruhen könnte. Und wenn man auch nur einen einzelnen machen könnte, es wäre auf jeden Fall ziemlich geil und würde sich meiner Meinung nach übel lohnen. So, Punkt 2 wären ganz klar Tiere in GTA Online. Ich meine, wofür gibt es diese Bauernhöfe da oben im Blank County, da wo der kleine Flughafen ist, wenn da keine Sau rumläuft? Das passt sogar, keine Sau rumläuft? Wisst ihr, wie ich meine? Okay, das tut mir leid. Der war unlustig. Auf jeden Fall, was bringt einem das dann, wenn da überall Bauernhöfe sind mit Außengehegen und so, wenn es aber keine Tiere gibt und wenn da keine Sau rumläuft? Alles klar, Leute. Auf jeden Fall wäre das so geil, wenn es Tiere in GTA Online geben würde. Wenn zum Beispiel so eine Katze durch so eine Gasse in GTA Online laufen würde oder wenn man einfach Hunde auf der Ich meine, viel verändern. Also quasi, die müssen ja gar nichts verändern eigentlich an der KI, weil im Story-Modus gibt es die ganzen Tiere, ja, und ich finde es irgendwie ein bisschen sinnlos. Das ist genauso der gleiche Punkt wie in der letzten Folge mit den begehbaren Häusern. Das sind einfach Sachen, die schon im Spiel drin sind, die sie aber trotzdem nicht mit reinnehmen. Das ist einfach pure Sinnlosigkeit. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr steht da so, sniped irgendwie und seht da im Gehege so einen Waschbär stehen und ihr knallt ihn einfach ab. Wisst ihr, wie ich meine? Nein? Okay. So, Punkt 3 ist ebenfalls mal wieder ein Punkt, der einfach nur auf Rockstars Kosten geht und damit meine ich, das wäre ein Punkt, den die innerhalb von eines Patches möglich machen könnten. Und zwar hat sich das bestimmt auch schon jeder gewünscht, dafür gibt es auch haufenweise Glitches. Und zwar, man sollte sich Polizei-Outfits, Müllmann-Outfits und die ganzen alten Outfits, die es damals schon gab, man sollte sie sich einfach jetzt noch holen können. Natürlich sollte man immer noch Outfits haben, die es nicht gibt, also die beziehungsweise die limitiert waren. Zum Beispiel so ein Valentinstag-Outfit von 2013 oder so, da hab ich auch noch eins. Die sollte es nicht nochmal geben, das finde ich schon gut, weil dann kommen die Leute wirklich an einem Tag on und dann können die sich das holen. Aber danach gibt es das nie wieder, weil dann solche Outfits sind was Besonderes. Allerdings bei Polizei-Outfits, Feuerwehr-Outfits, Taucheranzug und so weiter und was es da noch alles gibt, die sollte es einfach im freien Modus geben oder die ganzen VIP-Outfits. Ich finde es einfach so dumm, dass die das einfach nicht in den freien Modus reintun und
einfach, keine Ahnung, ich kann mir das auch nicht erklären, warum die das nicht machen. Also an der Leistung des Spiels, beziehungsweise die Anforderungen des Spiels, die würde das locker, also die PlayStation würde natürlich diese paar Outfits mehr jetzt auch noch aushalten. So ist es jetzt nicht, also daran liegt es auf keinen Fall, weil diese paar Outfits, die sind nicht größer als, niemals größer als 50 MB, niemals, also nicht mal 10 MB. Das wird die PlayStation locker easy packen, also keine Ahnung, warum die das nicht machen, ich habe keinen Plan, Leute. Geht euch bei Rockstar beschweren. Ich find's auf jeden Fall mega dumm. Und die Spieler kommen ja sowieso an, diese Outfits mit Glitches. Also Rockstar Games, wenn ihr das Video hier irgendwann in 20.000 Jahren mal seht, dann macht es bitte möglich für die Spieler, diese Outfits zu kaufen, denn das ist einfach nur sau dumm. So, ihr habt es sicherlich gerade schon anhand des Gameplays ein bisschen sehen können, in welcher Richtung ich mich hier gerade rumgetrieben habe. Und zwar, ihr seht es jetzt gerade auch im Hintergrund, das Casino. Das wäre auf jeden Fall auch ein Wunsch von mir, den die hoffentlich irgendwann mal umsetzen. Weil das Casino haben die teilweise, glaube ich, so groß angekündigt. Und da stehen ja auch Plakate wirklich, Opening Soon und sowas. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, wenn das mal mit irgendeinem Update reinkommen würde, wenn man da so richtig bosshaft mit seinem Auto vorfahren könnte, wie wir das gerade eben gemacht haben. Habt ihr ja eben selber gesehen auch. Und dahinter ist auch ein Parkhaus, wo man dann drin parken könnte. Dann kommt ein kurzer Loading Screen zum Beispiel und dann ist man da eben im Casino. Und selbst wenn man da mit dem Loading Screen rein müsste, ich fände es trotzdem einfach extrem geil, einfach ein Casino zu haben und da mal um Millionenbeträge zu wetten mit meinem Unlock All. Und, Alter, mein Handy eskaliert. Ah, gut. Ja gut, gucke ich gleich mal vorbei. Also Leute, wenn man so Millionenbeträge verwetten könnte, zwar wäre das wieder eine Möglichkeit, mit einem Unlock All ärmeren Spielern Geld zu geben, sozusagen illegales Geben, wenn man dann extra verliert. Allerdings, ich finde, man könnte da auch irgendwelche Alter, was ist denn los? Boah, okay. Also ist Casino auf jeden Fall Punkt Nummer 4. Das fände ich auf jeden Fall richtig geil. Ihr könnt übrigens gleich auch wieder oben rechts abstimmen, was ihr am geilsten findet. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und zwar habe ich mir das beim letzten Mal nochmal abgeguckt. Das fandet ihr ja richtig geil beim letzten Mal mit dem Abstimmen. Und das ist auch diesmal wieder der Fall. Also Leute, stimmt gleich mal fleißig ab, aber guckt erstmal noch den letzten Punkt an, damit ihr auch alles gut im Überblick habt. So, und der allerletzte Punkt in diesem Video ist eigentlich auch so ein bisschen mein Favorit. Allerdings ist es in diesem Video schwer, weil viele Sachen waren hier sehr sinnvoll, wenn die dazu kommen würden. Aber der hier, den finde ich schon richtig gut, weil das den ganzen Spielspaß an GTA für mich wiederherstellen würde. Und zwar, ihr kennt es ja, die ganzen Missionen, um legal an Geld zu kommen in GTA, die werden einfach immer langweiliger. Man hat keinen Bock mehr, ewig einen Job für einen Titan oder Überschwemmung im LS River oder Basisarbeit, all diese Missionen, die werden einfach todlangweilig, das wisst ihr wahrscheinlich selber, wenn man sie zu oft gespielt hat, man kennt sie in- und auswendig, so. Jetzt ist meine Idee nämlich, und zwar gäbe es einen Rockstar Missionseditor, da könnte man sich einfach eigene Missionen erstellen, die dann auch nach der Länge der Mission bezahlt werden, nach der Schwierigkeit, und dann können halt Spieler, wie bei dem Renneditor und sowas, alles, den es ja schon im GTA gibt, eigene Missionen erstellen, wo man zum Beispiel so ein Päckchen Koks holen muss oder sowas. Das wäre auf jeden Fall richtig fett, meiner Meinung nach. Ich kenne genug Leute, die das so hart feiern würden, mit denen habe ich das Ganze auch schon mal genauestens abgesprochen, wie das alles funktionieren könnte. Zwar könnte man damit vielleicht Money-Glitches machen, allerdings irgendwie kann man auch das in den Griff bekommen. Und zwar, keine Ahnung, auf jeden Fall wäre das richtig geil, wenn das einfach reinkommen würde. Und ihr dürft jetzt oben rechts abstimmen, da blende ich euch das jetzt mal ein mit der Abstimmung. Was ihr halt am geilsten findet, das drückt ihr einfach an. Entweder 1, 2, 3, 4 oder 5. Und ich bin mal auf eure Meinungen gespannt. Letztes Mal haben, glaube ich, die GTA-Jobs gewonnen. Ich bin mir gerade nicht spontan sicher. Ich blende euch einfach mal jetzt hier den Screenshot ein. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ihr letztes Mal gewonnen habt im letzten Video. Und Leute, ich bin erstmal raus. Wir sehen uns Mittwoch, glaube ich, wieder bei den Funny Moments. Und ich bin weg, Leute. Macht euch noch einen schönen Montag, ne? Hoffentlich habt ihr jetzt schon Schule aus, 12.30 Uhr. Ich hänge noch in der Schule. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Video. Konnichiwa.